So, nach ein paar technischen Schwierigkeiten jetzt zum Vortrag. Wir dürfen heute Markus Henn begrüßen. Er kommt aus Berlin, hat Politikwissenschaft mit Nebenfächern Recht und VWL studiert und ist beruflich seit 2010 bei Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung in Berlin tätig und beschäftigt sich dort mit dem Weltwirtschaftssystem und Finanzreform. Sein Vortrag heute wird eine Erklärung und Problemanalyse der Finanzmärkte beinhalten und wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und ja, können Sie anfangen. Ja, hört man mich so oder funktioniert es? Auch ganz hinten, hört man das? Ja? Okay, ja, vielen Dank für die Einladung und guten Abend. Ich wurde gebeten, hier etwas vorzutragen zum Thema Finanzmärkte, wobei ja in der Vorlesungsreihe auch noch andere Themen sind und zum Beispiel ein Vortrag kommen wird zu Finanzkrisen und vorher die Geldschöpfung ja schon war, was natürlich ein bisschen den Vortrag zu Finanzmärkten, ich sag mal, kastriert oder so ein paar Elemente rausnimmt, weil ich dazu jetzt nicht zu viel sagen werde. Ich werde da ganz am Rande drauf eingehen, aber es soll sich auf die anderen Elemente der Finanzmärkte konzentrieren. Wenn Sie zwischendurch wichtige Verständnisfragen haben, irgendwas überhaupt nicht verständlich ist, dann gerne vielleicht eine kurze Zwischenmeldung. Ansonsten hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit auch haben für eine Diskussion. Dann können Sie sich noch Ihre Fragen aufheben. Ich möchte starten mit der Frage, warum wir überhaupt Finanzmärkte brauchen. Was sind Funktionen von Finanzmärkten? Ich habe jetzt hier mal drei wichtige Funktionen genannt, die meiner Meinung nach in praktisch jedem Wirtschaftssystem bewältigt werden müssen, wobei das natürlich dann je nach System auch unterschiedlich ausgeprägt ist, wie man diese Probleme löst. Der erste Zweck, den Finanzmärkte erfüllen, ist ganz simpel, natürlich ein Zahlungssystem, wie man tägliche Zahlungen abwickeln kann. Auf den Punkt werde ich jetzt aber nicht so stark eingehen, weil der auch nicht so sehr diese gesamte Debatte über Finanzmärkte betrifft und deren Problemlagen. Die hängen vielmehr zusammen mit den anderen beiden Punkten, nämlich, dass man es irgendwie schaffen muss, Vermögen auf der einen Seite zu sparen, zu sammeln und dann auf die andere Seite zu bringen, wo das Vermögen, das Kapital genutzt werden kann. Und zwischen diesen beiden Polen, also einmal Vermögen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Verwendung des Kapitals, Investition, ergeben sich, denke ich, in jedem System gewisse Grundprobleme, die ein Finanzsystem oder ein Finanzmarkt dann auch lösen muss. Das eine ist, es muss erstmal diese Gelder zusammenbringen, also aggregieren. Das zweite ist, es muss irgendwie versuchen, zwischen den verschiedenen Horizonten, die da bestehen. Also wie lange will jemand da Geld, das er hat, nicht nutzen? Kann das überlassen anderen? Wie bringt man diese beiden verschiedenen Vorstellungen zusammen, was die Fristen angeht? Der eine will sein Geld nach einem Jahr wieder haben, aber jemand anders will 5 Jahre damit investieren. Wie kann man dieses Problem lösen? Und dann, wie kann man das Problem lösen, dass die Risiken aus dem System irgendwie entweder verschwinden oder dass man sie zumindest so verwaltet, dass man keine zu bösen Überraschungen hat. Also wie kann ich es schaffen, dass jemand nicht das volle Risiko trägt, wenn irgendeine Investition ausfällt auf der Seite der, die das Geld geben? Wie kann ich überhaupt sichern, dass nicht irgendwelche Investitionen geschehen, die dann pleite gehen und so weiter? Ich werde jetzt natürlich auf diese ganzen Punkte nochmal praktischer eingehen. Ich will aber gleich noch vorneweg ein Zitat hier zum Besten geben von Satyajit Das. Auf das Buch werde ich noch ein, zweimal zurückkommen. Satyajit Das ist ein indischer Derivatespezialist, der einige Standardwerke geschrieben hat über Derivatemärkte und dann aber vor 2, 3 Jahren auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Traders, Guns and Money, bei der Financial Times Press erschienen. Und dieses Buch ist so eine Art, ich sag mal, Einführung in das echte Leben der Finanzmärkte, würde ich mal sagen. Und Satyajit Das hat einmal in dem Buch geschrieben, No money is really ever made in financial markets. Das soll nicht heißen, dass natürlich Finanzmärkte auch eine produktive Funktion erfüllen, das heißt aber, dass der gesamte Finanzmarkt eigentlich nur eine Transferfunktion hat und eigentlich keine echte ökonomische
Aktivität darstellt und keine echte Wertschöpfung, in dem Sinne, wie es der Rest der Wirtschaft in der Regel tut. Was machen jetzt Finanzmärkte im Bereich der, ich sag mal, Investitionsmöglichkeit? Wie kann der Finanzmarkt es leisten, dass Unternehmen zu Kapital kommen? Hier haben wir erstmal den sogenannten Kreditmarkt. Hier werde ich jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, weil das hat auch viel zu tun mit dem Thema Geldschöpfung. Wir haben eben die Banken, die manchmal von Sparern Einlagen bekommen, die aber in der Regel und nach allem, was wir über Banken wissen, die Kredite auch ohne die Einlagen vergeben können, nämlich aufgrund der Giralgeldschöpfung und damit den Unternehmen das zur Verfügung stellen. Wichtig ist aber hier, jede Bank, auch wenn sie das Geld frei schöpfen kann, braucht erstmal einen Investor, der investieren will, der also sich dieses Geld schöpfen lassen will und der dann investiert. Auf jeden Fall ist die Bank hier der Akteur, der es bewerkstelligt, dass irgendein Unternehmen oder eine staatliche Einrichtung oder wer auch immer zu Geld kommt, dass er dann investieren kann. Daneben haben wir noch die Zentralbank, da werde ich auch nicht darauf eingehen, weil das, glaube ich, auch eine Vorlesung noch ist, die dann nochmal verschiedene Mittel hat, die Banken einzuschränken bei der Schöpfung des Geldes und auch die Frage der Einlagen beschränkt ein Stück weit die Banken. Aber in unserem System können die Banken erstmal hier frei schöpfen, was natürlich sofort eine erste Problemlage mit sich bringt, nämlich, dass hier dieses Kreditgeld zu Kreditblasen führen kann und hier eben auch zu Problemen führen kann. Die zweite Möglichkeit, an Kapital zu kommen neben Kreditmarkt, ist der Kapitalmarkt. Das heißt also, alle, die Geld wollen, gehen an der Bank vorbei, direkt zu den Leuten, könnte man sagen, die das Geld haben. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist über die Börse. Ich gebe also Aktien aus, die an der Börse dann gehandelt werden. Aber erstmal gebe ich sie aus und bekomme dadurch das Geld. Das ist die sogenannte Erstemission, über die ich dann als Investor Geld bekomme. An der Börse ist natürlich auch die Bank in der Regel beteiligt, deswegen habe ich die mal so klein grau noch darunter, weil fast nichts im Finanzmarkt ohne die Banken läuft. Das ist ein ganz wichtiges Element. Banken stecken in so ziemlich allem drin, auch wenn erstmal nur die Börse als Hauptakteur natürlich dasteht beim Aktienhandel. Und dann haben wir eine zweite Möglichkeit, wie man das Kapital an Banken vorbei zu den Investoren bringen kann. Das ist der Fonds. Der Fonds ist ein Sondervermögen, über den Sparer direkt auch in Unternehmen investieren können, über Aktien, über Anleihen. Auch hier ist die Bank eigentlich außen vor. Das heißt, wenn ich ein Bankkonto habe, dann gebe ich ja das Geld erstmal der Bank und die gibt dann den Kredit an das Unternehmen. Wichtig ist, bei allen Fonds und auch eben an der Börse geht das Geld direkt zum Investor. Das heißt, was in dem Fonds drin liegt, ist immer noch mein Geld und ich habe das Risiko aus dem, was der Fonds anlegt, auch direkt. Hier ist also der Risikotransfer anders als bei einem Bankkonto, wo in der Regel die Bank Risiken übernimmt und also hier, auch wenn Ausfälle da sind, eigentlich den Sparer schützt vor irgendwelchen Ausfällen. Wenn ich einen Fonds habe und eine Aktie, trifft mich der Verlust natürlich zu 100%. Das hat gewisse Vorteile. Ich habe zum Beispiel hier die direkte Möglichkeit zu investieren, hat aber auch die Nachteile, dass ich natürlich, wenn Verluste da sind, die 100% auch mitbekomme. Im Gegensatz zu einem Bankkonto, wo die Bank mir einen Sparzins verspricht und ich bin nicht sozusagen direkt mit dem Risiko behaftet, wenn ein Investor ausfällt. Hier ist eine Übersicht, wie sich das aufteilt, über welche Wege Unternehmen Kapital beschaffen, also wie weit der Kapitalmarkt strukturiert ist und wie er seine Aufgaben in der Regel erfüllt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir sehen hier auf der linken Seite, das sind jetzt die G7-Staaten nur, sehen wir, dass Anleihen früher noch nicht ganz so stark waren, dann aber ist es eigentlich immer eine relativ gleiche Verteilung mit ziemlich großen Anteilen der verschiedenen Kapitalbeschaffungswege, also Aktien, Kredite, Anleihen und dann Sonstiges als Kapitalbeschaffungswege. Das heißt, wenn wir Finanzmärkte anschauen, spielen alle, ich sag mal, Wege eine wichtige Rolle und wir müssen uns überall überlegen, was sind da für Probleme, was sind da für Vorteile bei den verschiedenen Wegen. Es gibt natürlich über die Staaten hinweg ziemlich große Unterschiede. Zum Beispiel traditionell sind die angelsächsischen Staaten oder besonders die USA eher kapitalmarktfinanziert, also arbeiten mehr mit Aktien. Und die europäischen Staaten sind eher kreditbasiert. Das heißt, da haben Unternehmen häufiger Kredite bei den Banken und sind nicht so sehr direkt am Kapitalmarkt. Aber das sind auch nur relative Unterschiede.
Und gerade in letzter Zeit haben sich viele Unternehmen auch stärker über Kapitalmärkte, also mit Anleihen, finanziert. Also auch gerade die großen deutschen Konzerne. Aber man kann hier zumindest sehen, dass insgesamt alle Arten von Kapitalbeschaffung eine wichtige Rolle spielen. Jetzt kommen wir zu einem neuen Feld. Was wir bisher hatten, war alles Kapitalbeschaffung. Das heißt also, ich habe irgendwo Geld oder schaffe neues Geld, was dann erstmal für produktive Zwecke genutzt werden kann. Und das ist ein wichtiger Teil des Finanzmarkts, wie wir gerade gesehen haben. Darüber fließt das Geld zu den Unternehmen. Ein anderer ganz großer Teil des Finanzmarkts sind aber die eigentlichen Handelsmärkte, die sogenannten Sekundärmärkte, wo die Papiere, die erstmal ausgegeben sind, also eine Aktie, eine Anleihe, dann gehandelt werden. In dem Fall spielen auch wieder alle Akteure, die wir schon kennen, eine Rolle, also sowohl die Banken als auch die Börse als auch die Fonds sind letztlich in diesem Sekundärhandel mit beteiligt. Und dieser Handel hat allerdings für die Unternehmen überhaupt keine produktive Funktion mehr, erst einmal. Das heißt, da fließt kein Geld, wenn ich eine Aktie kaufe im Sekundärhandel, an das Unternehmen, sondern irgendjemand anders, der die Aktie vorher hatte, bekommt das Geld letztlich von mir über die Börse. Insofern ist der Sekundärhandel erstmal überhaupt kein Geldfluss an die Wirtschaft, sondern nur eine Umverteilung zwischen den Anlegern. Das ist ganz wichtig. Die Anbindung findet natürlich trotzdem statt darüber, dass wer, ich sag mal, diese Kapitalbeschaffungsfunktion der Kapitalmärkte nutzen will, in der Regel trotzdem darauf angewiesen ist, dass die Papiere handelbar sind, weil es sonst schwerer wäre, die Papiere überhaupt loszuwerden. Wenn ich zum Beispiel wüsste, ich kaufe eine Aktie und bin mein Leben lang mit dem Unternehmen dann behaftet, würde ich sicherlich weniger bereit sein, das Papier zu kaufen, als wenn ich weiß, ich kann es jederzeit verkaufen, wenn ich es will. Und dann ist es quasi auch nicht so stark, diese Bindung. Ich habe weniger Risiken, habe weniger feste Bindung. Insofern kann man sagen, der Sekundärhandel hat natürlich auch eine gewisse Unterstützungsfunktion für die eigentliche Kapitalbeschaffung. Er ist aber trotzdem natürlich ein Markt, der erstmal nichts mehr mit Kapitalbeschaffung zu tun hat, sondern eher mit Anlage. Also wie können Leute, die schon Geld haben, dann noch mehr Geld machen? Wie können sie ihr Kapital noch mehr akkumulieren? Und dieser Teil dient natürlich auch dann ganz stark überhaupt dieser Möglichkeit, eben Geld aus Geld zu machen. Das heißt, wenn ich schon Geld habe, dann nochmal mich mehr, man könnte jetzt sagen, zu bereichern oder einfach noch mehr Geld zu akkumulieren, mal neutral gesagt. Die Grenze, wo man jetzt sagen kann, der Sekundärhandel ist noch sinnvoll, weil eben da unterstützt wird, dass ich erst einmal überhaupt Kapital beschaffen kann oder eben auch vielleicht, weil ich ihn als Anlagemarkt will. Und wo dann dieses Karussell, was sich da dreht, noch überhaupt sinnvoll ist, auch im ökonomischen Sinne, die ist sicherlich ein wichtiger Punkt in der ganzen Debatte über die Funktionalität von Finanzmärkten, da komme ich noch drauf zurück. Neben den Sachen, die wir schon kennen, also jetzt hier Aktien und Anleihen, also Wertpapiere, sind dann an den Finanzmärkten natürlich ganz wichtig Devisen heute. Das ist einer der größten Märkte, also Währungen. Und dann eben, ganz wichtig natürlich heute, Derivate. Derivate kann ich jetzt natürlich hier in der Vorlesung nicht annähernd irgendwie behandeln. Ich möchte jetzt hier einmal kurz eine allgemeine Anmerkung machen und später nochmal komme ich auf ein, zwei Beispiele zurück. Derivate sind allgemein alle Arten von Finanzpapieren, mit denen wir, ich sage mal, sekundär auf ein Finanzmarktpapier setzen können. Man könnte sagen, wetten können oder man könnte sagen, dass wir investieren können. Das heißt, ich habe immer einen zugrunde liegenden Basiswert. Das könnte eine Aktie sein, das könnte ein Rohstoff sein. Letztlich ist alles denkbar, was irgendwie selbst einen Preis hat und setze darauf ein zweites Finanzmarktpapier, was mir dann Geld bringt, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Papiers irgendwie verändert und ich dann eben entsprechende Zahlungsflüsse aus diesem Derivat habe, wenn sich der eigentliche Basiswert irgendwie entwickelt. Es gibt da unendlich viele Formen. Die wichtigsten sind natürlich Futures, die an der Börse gehandelt werden. Also das ist einfach eine Definition. Dann haben wir außerhalb der Börse Forwards und Swaps. Also sind eigentlich alle Arten von Derivaten, die einfach nicht an geregelten Märkten wie Börsen gehandelt werden. Und dann haben wir noch Optionen, die es eigentlich in beiden Varianten gibt, an der Börse und außerhalb, wo in der Regel ein Wahlrecht besteht.
Die Grundidee ist immer dieselbe. Ich will mit dem Derivat eigentlich erst einmal ermöglichen, dass irgendjemand, der ein Risiko hat, damit sich absichern kann. Das heißt, er hat ein Risiko und es wird ein Papier entwickelt, was ihm irgendwie dieses Risiko aus seiner Sicht erstmal abnimmt und was ihm dann ermöglicht, besser zu planen, besser zu investieren und ähnliches. Klassisches Beispiel, wenn BMW irgendwo investieren will im Ausland und hat ein Währungskursrisiko, dann machen sie ein Derivat, was auf den Währungskurs zum Beispiel eben, sage ich es mal, für Brasilien Real Euro gemünzt ist und womit er dann die Wechselkursänderung beim Real ausgleichen kann. Das ist die Ursprungsfunktion. Und beim Derivat ist es auch fast ein bisschen ähnlich wie bei den Finanzmärkten allgemein. Auch hier hat man erstmal das erste Derivat, was noch relativ starken ökonomischen Kontext hat. Und dann entwickelt sich aber ein großer Markt, auf den ich nochmal zurückkommen werde, wo man sich dann fragen kann, ob das noch mit der ursprünglichen Absicht zu tun hat, weil Derivate dann letztlich auch zu einer Art Wettpapier oder Spekulationspapier werden. Wir sehen das nachher nochmal genauer. Ich habe hier aber auch nochmal ein Zitat von Satyajit Das draufgenommen, was das schon mal darstellen soll. Da hat er gesagt, Zitat, Risk Management is a game where form has long replaced substance. Das heißt also, hier ist eine Entwicklung beschrieben von dem ursprünglichen Sinn der Derivate zu einer neuen Situation, wo es sozusagen nur noch um diese Form der Derivate geht, laut Das. Und die möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher beschreiben. Ich hatte ja jetzt erstmal so ein paar allgemeine Anmerkungen gemacht zu Finanzmärkten. Und jetzt komme ich auf einen Teil, wo es eher darum geht, wie haben sich die Finanzmärkte historisch auch entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Weil wir natürlich keinen starren Finanzmarkt haben, in dem Sinne, dass immer alles ja, gleich geblieben ist, sondern wir haben eine sehr starke Entwicklung gehabt über die letzten Jahrzehnte. Und der Finanzmarkt war vor 50 Jahren natürlich nicht derselbe wie heute. Und auch die Funktionen, die er erfüllt hat, waren deutlich andere. Was ich jetzt gesagt habe, waren eben zum Teil schon, ich sag mal, auch Entwicklungspunkte, aber es war jetzt erstmal eine allgemeine Beschreibung. Ja? Also in der einfachsten Form ist es noch relativ nachvollziehbar. Ich könnte mir jetzt einfach so denken, ich habe einen Vertrag, zum Beispiel mit der Bank, das wäre zum Beispiel ein ausweisliches Derivat, ich mache einen Swap, einen Währungsswap, wenn ich jetzt BMW bin, das hatte ich ja erwähnt. Und der Swap hat folgenden Inhalt, also mit der Bank, das ist einfach ein paar Stück Papier, da steht drauf, wenn sich der Kurs des Real vom Tag heute bis zum Tag, sagen wir mal in einem halben Jahr, wenn ich dann diese Investition tätigen will, zum Beispiel ungünstig für das Unternehmen entwickelt. Ich sage mal, in dem Fall zum Beispiel, der Euro wird schwächer, der Real wird stärker, das heißt, das Unternehmen müsste mehr Euro ausgeben, um diese Menge an Real, die sie später brauchen, dann zu bekommen. Dann würde der Vertrag eben lauten, im einfachsten Fall, wenn sich der Kurs nach unten entwickelt aus Sicht des Unternehmens, dann wird die Bank ihm diese Differenz ausbezahlen, also Währungskursverlust. Und es könnte umgekehrt auch sein, dass da drin steht, wenn sich der Kurs dann positiv entwickelt, könnte das Unternehmen auch dabei noch sogar gewinnen. Es könnte aber auch drinstehen, dass die Bank zum Beispiel immer nur ausgleicht, wenn es runtergeht. Aber wenn es in die andere Richtung geht, der Währungskurs, dann würde das Unternehmen vielleicht nicht den ganzen Profit kriegen, sondern müsste da vielleicht was abgeben an die Bank. Das ist dann, wenn man so will, die Prämie, die der bezahlt dafür, dass die Bank das Risiko abnimmt. Das ist so eine ganz simple Beschreibung. Die Realität ist oft viel komplexer. Ich komme nachher auch nochmal darauf zurück, auf ein Beispiel, wo man dann sieht, ja, wo das dann endet. Aber das ist erstmal die simpelste Form, dass ich einfach sage, ich kann mich quasi von dieser Preisveränderung unabhängig machen, weil ich irgendjemanden auf der anderen Seite habe, der mir dann was bezahlt, Geld, wenn sich der Kurs so entwickelt, wie ich es nicht haben will. Also das wäre die simpelste Variante. Und dann gibt es eben davon ganz viele Abstraktionen. Und an der Börse zum Beispiel sind dann meistens ganz standardisierte Papiere. Das heißt, ich habe oft eine ganz genaue definierte Menge, bei Rohstoffen zum Beispiel genau eben eine Tonne Weizen oder so, die dann Gegenstand dieses Derivates, dieses Futures. Also das wäre so die erste Möglichkeit. Die ersten großen Derivate, so auch im außerbörslichen Bereich, wurden damals der erste berühmte Fall war zum Beispiel von der Weltbank und IBM. Die haben so eine Art Derivat zusammen gemacht, wo sie sich gegenseitig dann Risiken
ich sag mal, einen Vertrag irgendwie gestaltet haben. Und das war so in den 80er Jahren und dann ist es noch deutlich größer geworden. Da komme ich nochmal drauf zurück, aber. Ich hatte angedeutet, wir kommen jetzt eher in den Teil, wo nochmal die Entwicklung, auch die historische, über die letzten Jahrzehnte beschrieben werden soll und zugleich auch gezeigt werden soll, wie einiges von dem, was ich jetzt hier schon mal abstrakt dargestellt habe, überhaupt sich erst entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte. Wir hatten in der Nachkriegszeit noch sehr stark regulierte Finanzmärkte und wir hatten auch, ich sag mal, noch sehr kleine, bescheidene Finanzmärkte, was natürlich zum Teil an der Nachkriegszeit lag, auch einfach noch an der Entwicklungsstufe des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft. Das heißt, wir hatten eine Situation von eher Kapitalmangel der Nachkriegszeit. Es war eher schwer, manchmal auch Geld zu bekommen als Unternehmen. Und Märkte waren oft noch stärker eingegrenzt und vieles war noch gar nicht Teil von Finanzmärkten. Es gab starke öffentliche Dienste. Der Staat hatte viele Bereiche auch unter seiner Kontrolle. Und international gab es zur Regulierung der Finanzmärkte das System von Bretton Woods, wo vor allem der Ökonom Keynes und der US-Verhändler White daran gearbeitet hatten. Und heraus kam ein System mit dem Dollar-Gold-Standard als Fixierung, ich sag mal, der globalen Wechselkurse und starke Kapitalverkehrskontrollen. Auch konkret aus der Erkenntnis heraus, dass die Liberalisierung der Finanzmärkte in die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise geführt hatte. Also zumindest Keynes hatte eindeutig diese Analyse, dass er gesagt hat, wir müssen regulieren, weil sonst gibt es wieder eine Krise. Dann hat sich das entwickelt und liberalisiert. Ich werde es gleich nochmal zeigen. Es gibt also eine Aufgabe der Kontrollen und die Entwicklung von verschiedenen neuartigen Finanzplätzen, wo ganz viel Kapital sich ansammeln kann. Die Entwicklung der Finanzvermögen in den letzten Jahrzehnten war sehr exponentiell, vor allem wenn man es misst an dem Weltsozialprodukt. Hier ist ein Vergleich zwischen dem Weltsozialprodukt, also immer die grüne Säule, und dem Weltfinanzvermögen, wo man sehen kann, dass eben die Vermögen durch die Akkumulation natürlich im Kapitalismus und auch aber eben durch die Entwicklung eines immer stärker finanzmarktbasierten Kapitalismus sich immer mehr entwickelt haben und immer mehr auch an, ich sag mal, Unverhältnismäßigkeit gegenüber den realen Märkten entwickelt haben. Das sind natürlich zum Teil auch echte Vermögenswerte mit drin, aber zum Teil sind es auch nur Finanztitel, die natürlich alle auch gerne Rendite haben wollen, was zur Folge hat, dass es immer schwieriger wird, auch für diese ganzen Anlagen überhaupt noch irgendetwas rauszubekommen. Wir sehen es gerade zum Beispiel bei den deutschen Versicherungen, die kaum noch irgendwelches Kapital erwirtschaften können, weil wir eben auch unglaublich viel Kapital haben, was nach Rendite sucht und was gar nicht mehr es schafft, diese Rendite zu bekommen, die man zum Beispiel den Anlegern versprochen hat oder die man einfach als Anleger haben möchte. Dieses Kapital, was sich da akkumuliert hat, ist nicht gleich verteilt. Wir haben natürlich eine große Ungleichheit. Ich kann es hier nur ganz kurz anschneiden und habe hier einmal aufgezeichnet die sogenannten Gini-Koeffizienten für die USA und Großbritannien. Der Gini-Koeffizient misst die Ungleichverteilung von Vermögen in einem Staat. Das heißt, wenn er bei Null ist, dann wäre das Vermögen völlig gleich verteilt. Also jeder Bürger in einem Staat hätte genau dasselbe. Wenn er bei 100 ist, dann hätte ein Bürger alles und alle anderen Bürger hätten quasi Null Vermögen, hätten gar nichts. Und was wir hier sehen, ist, dass vor allem in Großbritannien, dem einen der Staaten mit einer besonders starken, ich sag mal, Finanzmarktentwicklung, wo also der Finanzmarkt besonders dominant geworden ist, vor allem seit den 80er Jahren, dass dort auch die Ungleichheit gestiegen ist und hier auch das Vermögen immer ungleicher verteilt ist, was auch zur Folge hat, dass natürlich immer mehr Leute freie Gelder haben, die sie anlegen möchten. Das heißt, immer weniger wird auch konsumiert und immer mehr ist bei Leuten, die eigentlich gar nicht mehr konsumieren können, sondern auch anlegen wollen. Und die natürlich dann auch wieder dieses ganze Karussell an, ich sag mal, Anlagen mit vorantreiben und versuchen, irgendwo ihr Geld noch unterzubringen. Und eine Möglichkeit, wo sie das tun können, sind zum Beispiel Staatsschulden, also Anleihemärkte. Das ist jetzt hier nur, ich sag mal, ein Randthema, da könnte man lange drüber sprechen, über Staatsschulden und auch Finanzmärkte. Ich habe das jetzt hier nur mal kurz mit drauf, um zu zeigen, dass natürlich ein Teil dieser Finanzvermögen, die sich immer mehr aufbaut, die sich auch spiegelbildlich wiederfindet in den Staatsschulden, weil irgendjemand muss ja auch diese ganzen, ich sag mal,
Guthaben, die eigentlich da sind aus dem Finanzmarkt, wiederum auch, ich sag mal, die Gegenseite halten, also die Schuldnerseite. Und die Staaten haben sich über die letzten Jahrzehnte eindeutig zu einem der größten Akteure entwickelt, die diese Schulden auch, ich sag mal, halten. Das war in den 80er, 90er Jahren eher vor allem Lateinamerika und Afrika in der großen Schuldenkrise dann. Und in letzter Zeit sind es eben noch verstärkt, jetzt dann auch die Industriestaaten geworden. Wir sehen gerade in den letzten Jahren, natürlich seit der Finanzkrise, wie das immer höher geht und wie also diesen immer größeren Finanzvermögen auf der einen Seite noch irgendwo immer größere Schulden gegenüberstehen. Dieses Kapital ist jetzt nicht nur in den einzelnen Staaten, es gibt da ganz wenige Ausnahmen, wo es extrem stark, ich sag mal, landesintern ist, Japan zum Beispiel, wo die Staatsschulden, die extremen, dann fast alle im Land gehalten werden, sondern der Großteil ist eben international gehalten, also auch von ausländischen Anlegern. Und das wurde überhaupt erst möglich durch die Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen. Ich habe das jetzt hier mal nur aufgelistet, was da alles passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Vieles auch von den EU-Staaten natürlich, die sehr weitgehend auch intern, aber auch extern ihre Kapitalverkehrskontrollen abgeschafft haben. Aber eigentlich alle Industriestaaten haben es im Wesentlichen gemacht. Später auch dann die Entwicklungs- und Schwellenländer auf Empfehlung auch von internationalen Organisationen wie dem Währungsfonds, dem Internationalen oder der Weltbank. Aber es war über Jahrzehnte eindeutig, dass Liberalisierung der Kapitalmärkte der nationalen ein Fortschritt ist und deswegen konnten natürlich auch die ganzen Anlagen sich über die ganze Welt verteilen. Und eine der extremsten Auswirkungen sieht man hier, nämlich wie sich die USA finanziert haben. Und mit der Entwicklung dieser internationalen Kapitalmärkte kann man eben sehen, so ab den 70er Jahren, wie sich die USA immer stärker auch dann über Schulden finanzieren und wie sich dann eben dieser Riesenüberhang, also das quasi, was sie nicht selbst finanzieren, an dem, was sie im Jahr konsumieren und was sie quasi an Kapital importieren müssen, um ihren Konsum zu finanzieren, wie sich das dann hier akkumuliert hat, der Großteil davon über chinesische Käufe von Staatsanleihen. Ein anderes Beispiel, wie das Kapital international immer größere Ströme auch generiert, sind die Ströme von Industrie- und Entwicklungsländern. Hier für die OECD-Staaten in die Entwicklungsländer. Da kann man sehen, wie sich vor allem in den letzten 10 Jahren extrem große Finanzströme ergeben haben. Das sind jetzt Direktinvestitionen, also nicht irgendwelche Käufe von Finanzpapieren, sondern wirklich echte Direktinvestitionen auch, die sich hier ergeben haben, auch als Teil der internationalen Kapitalströme. Und wir hatten also einen Höhepunkt vor der Krise, das ist dann eingebrochen, jetzt aber auch wieder auf extremen Höhen, also ungefähr 300 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Und das ist also ein, kann man auch sagen, natürlich Vorteil der internationalen Kapitalmärkte, dass Kapital in diese Staaten strömen kann und dass auch dort Kapital dann zum Teil produktiv werden kann für den Aufbau von einer Wirtschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nachhaltig sind diese internationalen Kapitalströme? Wir haben das in der Krise natürlich auch gesehen, dass gerade Staaten, die auch stark fremdfinanziert waren, also aus dem Ausland Kapitalströme hatten, oft schlechter dastanden als Staaten, die abhängig waren nur von ihren nationalen Finanzmärkten. Und hier speziell für Entwicklungsländer, aber auch für andere Staaten gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Faktor, nämlich die Frage, wie weit das Geld überhaupt dort bleibt oder ob es nicht eigentlich zum großen Teil wieder rausströmt aus den Staaten. Und um das mal zu illustrieren, habe ich hier ein Beispiel, das haben britische Kollegen von der Organisation ActionAid aufbereitet in der Recherche, und zwar für die zweitgrößte Brauerei der Welt, South African Breweries Miller. Dazu gehört unter anderem Pilsner Urquell und viele andere Marken. Und die haben vor allem im afrikanischen Markt in fast jedem Staat eine große Brauereimarke, eine große Biermarke. Und ein Beispiel ist hier in Ghana, in der Hauptstadt Accra. Da sitzt also die Tochter von SAB Miller, Accra Breweries. Und da ist jetzt die Frage, was haben die an Steuern gezahlt im Jahr 2009 war das. Und da ist eben laut den Büchern es so, dass diese Tochter 0 Pfund Steuern bezahlt hat. Und eine Händlerin, das ist hier diese Martha aus Accra, die hat ihren Laden direkt neben dieser großen Brauerei, also ein kleines Kramladengeschäft oder ein kleines Lebensmittelgeschäft.
Und diese Frau hat im selben Jahr 47 Pfund Steuern bezahlt. Das ist zwar auch nicht viel, aber wenn man sich überlegt, was da für ein großer Konzern ist und da für eine kleine Händlerin, ist es doch erstmal erschreckend, dass hier überhaupt nichts bezahlt wird. Und wie funktioniert das? Das ist hier auf dieser Karte ein bisschen angedeutet, wobei das jetzt hier gar nicht für Ghana direkt ist, sondern für andere afrikanische Staaten. SAB Miller hat bei allen Tochterfirmen, die sie haben hier, eine Konstruktion, wo diese Tochterfirmen Zahlungen leisten an andere Tochterfirmen, die in Steueroasen sitzen. Also in Staaten, wo man auf bestimmte Einkommen keine oder sehr wenig Steuern bezahlt. Also zum Beispiel aus einigen Staaten geht es dann hier in die Schweiz oder in die Niederlande oder nach Mauritius, ein Pfeil. Das heißt, da sind große Finanzströme von den eigentlichen Unternehmen aus den afrikanischen Staaten raus in andere Staaten. Das sind zum Beispiel Lizenzzahlungen für die Nutzung dieser Marke, die man da hat. Also diese lokale ghanaische Biermarke zum Beispiel. Und dafür zahlt dann Accra Breweries also einen hohen Betrag an diese Tochterfirma zum Beispiel in den Niederlanden. Und das führt dazu, dass dann Accra Breweries null Gewinn hat, weil eben da Kosten sind für die Marke. Und das Geld wird also gesammelt hier in der Tochterfirma in den Niederlanden. Da wird es nicht besteuert. Und dadurch ist die effektive Steuerlast extrem gemindert. Und das hat natürlich zur Folge, dass vieles von dem Geld, was vielleicht mal reingeflossen ist, dann auch von den internationalen Konzernen, über diese Konstruktion wieder abfließt in Steueroasen. Ich habe das hier nochmal, um das deutlich zu machen, wie diese Staaten sich auch selber bewerben. Ein konkretes Beispiel aus dem Internet, was man auch anschauen kann, die Firma Seychelles Company. Und Seychelles Company bietet hier auf der Webseite also an, dass man mit diesen Strukturen der Firma nutzen kann auf den Seychellen, um dort Investitionen zu lagern. Und da gibt es hier eben sehr schöne Versprechungen, ich weiß nicht, ob man das jetzt lesen kann überall, da steht zum Beispiel Tax Efficiency als Vorteil dieser Konstruktion. Und das kann man übersetzen mit eben keine oder fast keine Steuern, wobei das ganz oft so ist, dass diese Steuerprivilegien besonders für Ausländer gewährt werden. Also das sind oft auch Steuerprivilegien, die nicht mal die Inländer haben, sondern wirklich sogar nur die Ausländer, um eben solche Gelder anzulocken. Zweites Beispiel, hier steht dann in der Mitte ungefähr, was man auch hat, ist Privacy und Asset Protection. Das ist ja relativ klar schon. Man könnte es aber auch nochmal übersetzen mit Intransparenz. Das heißt, alle Steueroasen bieten einen sehr starken Schutz davor, dass irgendjemand erfährt, erstmal, dass überhaupt das Geld dort lagert. Und dann gibt es einen dritten Faktor. Das heißt hier so schön zum Beispiel Minimum Administrative Requirements oder Flexible Company Legislation. Und das könnte man übersetzen mit wenig oder keiner Regulierung. Das heißt zum Beispiel, dass man eine Firma gründen kann ohne Eigenkapital. Wenn Sie in Deutschland eine Firma gründen, zahlen Sie ja erstmal 20.000 Euro für eine GmbH als Eigenkapital oder müssen also zumindest als Kapital. Und hier können Sie dann eine Firma gründen, vielleicht mit null Eigenkapital. Das sind jetzt keine Sachen, die auch nicht in anderen Staaten manchmal vorkommen würden, irgendwelche laxeren Regulierungen, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Aber was dort in diesen Staaten möglich ist, dann übertrifft eben nochmal alles, was zumindest in einem halbwegs geordneten Staat möglich ist, dass man dann für $500 oder so in ein paar Tagen komplett irgendeine Firma gründen kann und es gibt keine großen Nachfragen, wer dahinter steckt. Wir haben jetzt gerade diese große Debatte mit Offshore-Leaks über irgendwelche Briefkastenfirmen. Da werden dann irgendwelche Scheindirektoren gestellt und irgendwelche Treuhänder gründen die Firma. Und am Ende weiß kein Mensch, wer eigentlich hinter der Firma steckt. Und diese Arten von Steueroasen ermöglichen dann eben die dargestellten Konstruktionen, die wir hier haben. Wobei das hier sind in der Regel eher legale Konstruktionen, was die Firmen machen. Was hier passiert, ist dann zum Teil auch schon eher der illegale Bereich, wo wirklich zum Beispiel auch korrupte Eliten aus irgendwelchen Staaten ihr Geld abziehen. Also irgendwelche Autokraten, die dann einfach den Staat ausnehmen und dann das Geld in Steueroasen stecken. Die schlimmsten Steueroasen sind hier mal aufgelistet. Das ist eine Übersicht vom Tax Justice Network, die alle 2 Jahre herauskommt, jetzt im November wieder dann in der neuesten Version. Also das ist jetzt die alte von 2011, die vielleicht auch nicht mehr ganz so bleiben wird im November. Und da wird gemessen, wie intransparent ist ein Staat, also wie hoch ist der Schutz auch nach außen für die dortigen Gelder. Und das wird dann multipliziert mit der Größe des Finanzsektors.
Das ist also jetzt kein, ich sag mal, umfassendes Maß von Steueroasen, aber es ist sozusagen einer der wichtigsten Faktoren, eben diese Intransparenz. Und das Ergebnis zeigt auch, wenn man das dann vergleicht mit den Erfahrungen, wo sind Steueroasen, dass es eigentlich ganz gut auch das darstellt, was da an Problemen da ist, nämlich dass zum Beispiel an der Spitze dann die Schweiz steht, die eben auch wirklich einer der immer noch problematischsten Staaten ist beim Verstecken von Geldern. Danach kommen hier die Kaimaninseln, die wiederum aber eigentlich Teil des britischen Staates sind. Also das sind alles sogenannte Überseeterritorien, also Kaimaninseln, Bermudas, British Virgin Islands. Die gehören zwar formell nicht mehr ganz zu Großbritannien, die sind aber Teil des erweiterten Einflussbereichs von Großbritannien. Das sieht man auch in der Flagge, also die Cayman Islands haben so eine Flagge, wo dann oben die britische Flagge noch mit integriert ist. Und die Briten bestimmen die wichtigsten Posten in diesen Staaten und können also da ganz großen Einfluss nehmen. Das heißt also, das ist eigentlich letztlich Großbritannien, die auch mit ihrem Satellitensystem an Steueroasen eine Rolle spielen. Dann kommt Luxemburg, bietet sehr wichtige Konstrukte für Holding und für Fonds an. Hongkong, die USA spielen eine wichtige Rolle über das Angebot auch von Briefkastenfirmen, vor allem in Staaten wie Delaware. Und jetzt möchte ich nur noch erwähnen einen Fall, nämlich hier am Platz 9 steht auch Deutschland. Das mag manche noch überraschen, vielleicht haben einige aber auch schon zum Beispiel in der Presse in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass es auch in Deutschland einige Probleme gibt, wo der deutsche, ich sag mal, Finanzmarkt im erweiterten Sinne seine Schattenseiten hat. Zum Beispiel ist Geldwäsche ein großes Problem in Deutschland. Es gibt auch einige Steuervergünstigungen für Ausländer, die ziemlich attraktiv sind und Ähnliches, die also auch Deutschland durchaus attraktiv machen, manchmal für Ausländer, um Steuern zu sparen. Das Gesamtvolumen an Geld, was in Steueroasen liegt, ist naturgemäß nicht so leicht zu schätzen, weil Teil des Ganzen ist ja die Geheimhaltung. Es gibt aber einige durchaus ernstzunehmende Schätzungen oder also nicht nur Schätzungen, sondern auch Versuche, das mit gewissen ökonometrischen Methoden zu ermitteln. Ein Versuch, der auch vom Tax Justice Network kommt und letztes Jahr veröffentlicht wurde, das war eine Studie von dem früheren Chefökonomen von McKinsey, Jim Henry. Und diese Studie, das sieht man hier unten, die Zahlen, die ist zu dem Schluss gekommen, dass momentan ungefähr 20 bis 30 Billionen US-Dollar in Schattenfinanzplätzen stecken und davon sicherlich ein bedeutender Teil auch unversteuert und quasi eigentlich am Fiskus vorbei, wobei das auch immer nicht ganz genau zu sagen ist. Das heißt aber, wir haben hier in den internationalen Finanzmärkten ein riesiges Loch, eine Schattenfinanzwelt, wo unglaublich viel passiert, was in meinen Augen auch gerade so in den, ich sag mal, in den Standard auch Lehren von Finanzmärkten viel zu wenig beleuchtet wird in seinen Wirkungen und auch in seinen Effekten. Jetzt möchte ich zu einer anderen Ebene kommen, das war jetzt alles eher so makroökonomisch, also was also an großen Strukturveränderungen oder Strukturproblemen auch in letzter Zeit stattgefunden hat. Und jetzt möchte ich eher zur Mikroebene kommen, wie sich die Akteure verändert haben, wie sich die Produkte verändert haben und so weiter. Wir haben hier eine eindeutige Entwicklung eher weg von den Banken als den wichtigsten und einzigen Akteuren, stärker hin zu den Kapitalmärkten, also Aktien, Anleihen und ähnliche Produkte, die auch je nach Staat eben unterschiedlich ist. Also zum Beispiel hatte ich erwähnt, dass Angelsächsisch schon immer stärker kapitalmarktorientiert war, aber auch dort wurde es eben noch verstärkt und in Europa eben ist die Orientierung in den letzten Jahrzehnten immer stärker auch in diese Richtung gelaufen. Da sind da einige Akteure dran, die ich auch noch näher vorstellen werde, also Fonds, Investmentbanken, Ratingagenturen. Und der zweite Punkt ist eine gewisse Deregulierung. Wir hatten eben vorher starke Einschränkungen. Das ging früher mal bis dazu, dass Zinsen zum Beispiel stark reguliert waren in Deutschland, auch in der Nachkriegszeit, dass man vieles gar nicht machen durfte, dass Derivate in der Form, wie sie heute existieren, gar nicht erlaubt waren oder einfach nicht existiert haben, dass vieles einfach nicht möglich war, was wir jetzt entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, was ich noch näher darstellen werde und was diesen ganzen Finanzmarkt immer größer und immer schneller gemacht hat. Ich möchte starten mit den Investmentbanken, die in meinen Augen auch heute noch im Kern des ganzen Systems stehen. Das hat auch die Krise sehr deutlich gezeigt. Also ich komme ja später auch auf Fonds zu sprechen, aber die Investmentbanken und Banken
bleiben weiterhin, glaube ich, wirklich im Kern dieses ganzen Finanzsystems, als Akteure, die überall ihre Finger im Spiel haben. Investmentbanken sind jetzt im Vergleich zu den früheren Banken, die vielleicht hier nur irgendwelche Kredite geben, das habe ich noch oben nochmal mit draufgenommen, Banken, die diesen unteren Bereich stark mit dazugenommen haben, die also im weiteren Sinne erstmal Anbieter sind von Dienstleistungen im Bereich Fonds, Börsen und so weiter, die selber handeln mit diesen Wertpapieren, die also nicht mehr nur im Auftrag von Kunden handeln, sondern auf eigene Rechnung, die auch nicht nur mit externen Kunden handeln, sondern auch mit Banken, also dieser ganze Interbankenhandel entsteht dadurch, wo Banken extrem große Teile ihrer Bilanz nur noch mit anderen Banken eigentlich abwickeln. Und wo dazu natürlich auch gehört, dass Banken das Geschäft übernehmen, am Kapitalmarkt Unternehmen zu unterstützen, also Erstemissionen und weiteres, überhaupt den Aktienhandel. Das heißt also, dieses ganze Geschäftsmodell weg vom normalen Kreditwesen hin zu diesen ganzen neuen Tätigkeiten, das ist der Kern des Investmentbankings. Und das ist aufgekommen, ich denke mal vor allem in den 80er Jahren in den USA, mit so ein paar ersten Namen, die teilweise noch existieren, teilweise auch nicht mehr, teilweise aufgekauft wurden. Und die heute wichtigsten habe ich jetzt mal, also so von der Größe der Bilanz hier unten, sind jetzt natürlich auch, denke ich, alle hier bekannt. Aus Deutschland nach wie vor die einzig wichtige, die Deutsche Bank. Die USA sind weiterhin wirklich ganz dominant, aber auch andere hier, Frankreich, BNP Paribas oder Großbritannien mit Barclays, spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Also das hier sind eher so die ganz großen Investmentbanken. Es gibt daneben eben einfach große Banken, die nach wie vor nicht so stark im Investmentgeschäft sind. Und da sind auch in den USA einige Banken nach wie vor ganz zentral, die einfach eine Größe erreicht haben, die in früheren Zeiten auch so nicht möglich gewesen wäre. Zum Beispiel, weil man in den USA früher staatliche Begrenzungen hatte für Banken, die dann aufgehoben wurden und dann konnte man bundesweit, also US-weit aktiv sein und so weiter. Parallel mit diesem Prozess sind die Eigenkapitalquoten immer mehr gesunken. Also historisch gesehen waren sie, also in der Vorkriegszeit oder ich sag mal noch Wende des 19. bis 20. Jahrhundert waren sie noch deutlich höher, dann sind sie schon auch runtergegangen in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg und dann aber nochmal gerade in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Keller gegangen. Das heißt, heute haben wir dann, oder bis zur Finanzkrise hatten wir dann historisch extrem niedrige Eigenkapitalquoten. Die Deutsche Bank zum Beispiel wirklich im Bereich 1-2% am Ende und das ist natürlich jetzt dann auch nicht mehr so weitergegangen, aber das ist auch Teil dieses Investmentbankings, ein extrem starker Kredithebel bei diesen Banken. Wie sich das ausgewirkt hat, zeige ich hier mal am Beispiel Großbritannien, weil das wirklich so einer der Inbegriffe dieses modernen Finanzmarktkapitalismus ist. Man sieht hier also die britischen Banken, die aktiver und die passiver, aggregiert für das ganze Land, einmal im Jahr 64 und einmal im Jahr 2007 jeweils verglichen. Jetzt sieht man hier, dass 64, also die aggregierte Bilanzsumme der britischen Banken, gerade mal so bei 40% des Bruttosozialprodukts war und im Wesentlichen auch, also hier passiver aus Einlagenbestand von Kunden und dann eben hier aus Krediten und irgendwelchen Wertpapieren und Barbestand, also ein ziemlich überschaubares Geschäft auch darstellten. Und 2007, das ist also die sicherlich die Spitze auch gewesen jetzt dann, hatten wir also ein aggregiertes Bankwesen von 500% des britischen Sozialprodukts. Das ist jetzt nicht nur in Großbritannien so, sondern eben auch in anderen Staaten. Ich sage mal, Holland hat auch ein Mehrfaches der Banken gemessen am Bruttosozialprodukt. Und auch andere Staaten, auch selbst in Deutschland. Die Deutsche Bank hat immerhin 60% inzwischen des deutschen Sozialprodukts in der Bilanzsumme. Also das ist ein Phänomen, was wir in ganz vielen Staaten finden, aber hier besonders extrem. Und dazu kam natürlich, dass sich auch die Art des Geschäfts verändert hat. Also zwar sind Einlagen hier noch ganz stark, aber es gibt dann eben neuartige Geschäfte, hier zum Beispiel, also Derivate sind tatsächlich stark mit drin in dem gelben Bereich und dann viel neuartige Geschäfte, also Repo-Geschäfte, Rückkaufvereinbarungen, die kreditähnlich sind, aber nicht klassisches Kreditgeschäft. Und auf der anderen Seite eben auch hier Investmentgeschäft, hier dieser Balken, ein ganz großer Block im Vergleich zu früher. Und dass das eigentlich nicht mehr funktional ist, das hat man selbst in Großbritannien festgestellt, wo eigentlich lange Zeit es völlig unhinterfragt war, dieses System.
Also diese Zahlen hier stammen auch aus einem Artikel von Ada Turner. Das ist der, ich glaube, frühere Chef der britischen Finanzaufsicht. Und der hat in einem Buch, was ich auch empfehlen kann, The Future of Finance, was an der London School of Economics herausgegeben wurde, zusammengefasst, was die Probleme sind mit diesem modernen Finanzmarkt und was eben auch am Beispiel Großbritanniens hier sehr gut diskutiert wird. Und eben selbst Ada Turner, der sicherlich unverdächtig ist, jetzt dieses System zu kritisieren, hat gesagt, da ist irgendwas völlig schiefgelaufen mit dieser Entwicklung hier. In Großbritannien zum Beispiel denkt man ganz ernsthaft darüber nach, das deutsche Sparkassensystem vielleicht wieder zu mehr zu imitieren und wieder zu ganz anderen Banken zu kommen, als zu dem, was hier sich entwickelt hat. Und auch bei der Art der Geschäfte wieder völlig andere Wege zu gehen. Ganz kurz ein Hinweis, da will ich jetzt nicht länger darauf eingehen, aber ich will nicht, dass hier der Eindruck rüberkommt, dass das Ganze immer noch so eine Art westliches Geschäft ist. Die größten Banken nach Marktkapitalisierung der Welt sind momentan zwei chinesische Banken, die China Construction Bank und ICBC, Bank of China, ich bin mir sicher, was das erste war, ich glaube Investment and Construction Bank. Das soll nur kurz zeigen, dass sie natürlich auch im Finanzmarktbereich, wie eigentlich in allen Bereichen, inzwischen weg sind von dieser westlich dominierten Welt hin zu einer immer mehr von den Schwellenländern dominierten Welt. Wo das enden wird, können wir alle noch nicht sagen. China plant ja gerade sogar seine Währung dann auch konvertibel zu machen, dann wird das Ganze noch in ganz andere Dimensionen gehen. Öffnet sich auch immer mehr für die internationalen Kapitalmärkte. Das heißt aber, dass hier wirklich eine der größten Zukunftsentwicklungen ist, oder es findet schon statt, aber wird immer noch, ich denke mal, ganz andere Dimensionen annehmen. Das kann ich jetzt hier aber auch natürlich nur kurz anschneiden. Jetzt kommen wir in den Bereich der eher auch neueren Akteure. Wir waren jetzt bei den Banken, die, ich denke mal, in jedem Finanzsystem, kapitalistischen Finanzsystem eine wichtige Rolle spielen. Und jetzt kommen wir in den neuen Bereich Fonds. Wir sind ja heute eigentlich gewöhnt, dass Fonds so völlig selbstverständlich sind, dass sie überhaupt existieren. Ich denke mal, keiner von uns kann sich vorstellen, dass wir eigentlich keine Fonds hätten. Aber es war auch nicht immer so, dass Fonds in dem Maße, wie sie heute die Finanzmärkte bestimmen, existiert haben, sondern das ist auch ein Produkt der letzten Jahrzehnte, dass alle Banken Fonds anbieten, dass überhaupt Fonds in dieser Form so dominant geworden sind. Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Fonds, die eigentlich vor allem eines zeigen soll, nämlich dass das große Geld an den Finanzmärkten, also A, natürlich bei so kleinen Privatvermögen steckt, das ist der größte Block, aber der zweite und drittgrößte Block, also dieses blau-rote, sind Pensions- und Versicherungsfonds, die einfach den größten Teil unseres Geldes verwalten und also auch die eigentlichen Entscheider sind, wenn es um die großen Geldsummen geht und wie die Finanzmärkte, ich sag mal, gerade ticken. Und welcher Staat jetzt vielleicht gerade noch gekauft wird oder nicht. Und eine andere Gruppe, die in den Medien oft auch eine wichtige Rolle spielt, aber jetzt vom Geld her viel kleiner ist noch immer, sind eben dann so Sachen wie Hedgefonds und Private Equity Fonds. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was da im Detail zu sagen ist. Das soll jetzt erstmal nur zeigen, eben, wo das große Geld liegt. Also Pensionsversicherungsfonds und eben hier noch offene Investmentfonds. Und andere Akteure sind gemessen am Gesamten noch immer eher vernachlässigenswert. Um das nochmal ein wenig zu vertiefen, hier die Akteure, institutionelle Investoren, die das meiste Geld verwalten, mit einigen Beispielen, also Versicherungsfonds, der größte an eine Versicherung angeschlossene Fonds ist der Tochterfonds der Allianzversicherung, PIMCO, verwaltet fast 2 Billionen US-Dollar. Dann haben wir Pensionsfonds, die vor allem natürlich in den Systemen bestehen, wo die Rente privatisiert ist. Das ist ein eher neuerer Zweig der Finanzmärkte, der auch aus diesem angelsächsischen Kapitalismus kommt, den wir in Deutschland auch jetzt eingeführt haben seit, ich glaube, 10 Jahre sind es auch schon. Und der vor allem einer der größten Wachstumssektoren, glaube ich, noch immer ist, wo neues Kapital auf die Finanzmärkte strömt. Einer der größten Fonds, die es momentan gibt, ist hier der Fonds CalPERS. Das ist der Fonds, der die kalifornischen Staatsangestellten Gelder verwaltet, also deren Pensionen, der immerhin auch auf 237 Milliarden US-Dollar kommt. Und ich denke mal, dieser Bereich wird auch noch größer werden. Und über diesen Bereich sind eben auch extrem viel, ich sag mal, normale Menschen
auch wenn Sie vielleicht jetzt gar nicht an Finanzmärkten sonst aktiv wären oder gar nicht auf die Idee kämen, praktisch trotzdem verwoben in diesen ganzen Finanzmärkten. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ein Problem, finde ich jetzt, nämlich, dass wir alle mehr oder weniger unfreiwillig Teil dieses Finanzmarkts sind, egal ob wir das jetzt wollen oder nicht. Und auch alle Entscheidungen, die den Finanzmarkt regulieren könnten, natürlich auch immer so ein bisschen uns alle mittreffen. Das heißt, wir werden alle ein bisschen zu, ich sag mal, Teilhabern dieses Finanzmarkts. Und dadurch, glaube ich, könnten auch Entscheidungen, die durchaus, ich sag mal, im weiteren Sinne, in unserem Sinne wäre, dann aber nicht getroffen werden, weil man glaubt, dass es eben auch den Pensionsfonds schadet. Ein Beispiel, gerade die Debatte über eine Finanztransaktionssteuer, wo dann die Pensionsfonds alle sagen, ja, aber wir sind ja auch betroffen. Die dritte Gruppe, Staatsfonds, ist auch eher so ein neuartiger Typ von Fonds. Dass der Staat überhaupt als Akteur am Kapitalmarkt auftritt, ist schon mal bemerkenswert. Also Staaten, in meinen Augen, sollten eigentlich eher dazu da sein, ich sag mal, innerhalb ihres eigenen Gebietes mit den eigenen Bürgern, ja, ich sag mal, auch mit Finanzen zu tun zu haben, aber dann nicht als echter Finanzmarktakteur auch aufzutreten, der sich dann als geriert wirklich wie ein Investor. Also ich halte das für eine problematische Entwicklung. Es ist aber de facto so, dass alle Staaten inzwischen immer mehr das betreiben, vor allem die, die viel Geld haben. Und deshalb ist ein wichtiges Beispiel, was ich hier drauf habe, der norwegische Pensionsfonds oder Staatsfonds, der sich aus den Öleinnahmen speist, der immerhin auch auf 470 Milliarden US-Dollar kommt. Oder natürlich auch vor allem die Staaten aus den arabischen Ölstaaten, die Staatsfonds. Die zweite Fondsgruppe, Private Equity Fonds, hatten wir ja gesehen, ist jetzt keine so riesige Gruppe, ist aber in einer Hinsicht sicherlich paradigmatisch für das, was am modernen Finanzmarkt sich ereignet, weil hier bestimmte Prinzipien, die aus den Finanzmärkten herauskommen, besonders stark auch in die normale, unter den Rest der Wirtschaft transferiert werden. Private Equity Fonds kaufen in der Regel Firmen auf, versuchen sie irgendwie eine Zeit lang zu betreiben, sage ich mal, zu sanieren, wie sie oft sagen, und dann aber auch weiter zu verkaufen mit möglichst viel Gewinn. Diese Fonds sitzen oft in Schattenfinanzplätzen mit ihrem Sitz, sind also oft auch steuerlich ziemlich gut gestellt und hatten eine Praxis lange Zeit, die jetzt aber so nicht mehr ganz möglich ist und die aber auch, ich sag mal, ein großes Problem war lange Zeit, dass sie nämlich die Schulden, die sie hatten, um dieses Unternehmen überhaupt zu kaufen, dann auf das Unternehmen überlagert haben. Das ist inzwischen in Europa so verboten worden in dieser Form, wie früher das war. Das hat aber dazu geführt, dass dann natürlich die Unternehmen zum Teil zumindest durch diese Übernahme des Private Equity Fonds dann auch manchmal eher schlecht weggekommen sind und dann plötzlich mit einer völlig neuartigen Schuldensituation konfrontiert waren. Dazu kommt eben, dass Private Equity Fonds extrem starke Renditevorstellungen haben. Also nach allem, was ich auch höre von Leuten, die in dem Fall auch älter sind als ich und die das noch stärker selbst miterlebt haben und auch in Unternehmen das miterlebt haben, es ist eindeutig so, dass Unternehmen früher einfach eine andere Renditeerwartung hatten, dass Unternehmen durchaus mit niedrigeren Renditen leben konnten. Und das aber durch solche Fonds und eben auch durch diesen Druck, auch die Konkurrenz zwischen den Unternehmen, natürlich die Renditevorstellung des Kapitalmarkts voll in die Unternehmen übertragen wird. Das heißt also, wenn man dann vorher vielleicht mit 5% Rendite zufrieden war, dann muss man plötzlich die 10% oder vielleicht auch nur 7-8%, die dann gerade am Kapitalmarkt erlösbar sind, auch als Unternehmen bringen, sonst quasi wird man dann abgewickelt. Und da gibt es also dann genug Erzählungen, wenn so ein Fonds einsteigt, dass natürlich die Renditeerwartung deutlich erhöht wird, was dann zum Beispiel den Druck auf die Beschäftigten, auf andere Elemente des Unternehmens, vielleicht auch irgendwelche Anlagen, die dort sind, die dann verkauft werden müssen, deutlich erhöht. Ich habe hier als Beispiele ein paar wichtige Fonds aufgelistet. Was man sehen kann, das sind auch wirklich schon gigantisch große Fonds im Bereich hoher zweistelliger Milliardenbeträge, sind zum Teil jetzt auch nicht besonders bekannt. Der größte TPG zum Beispiel nimmt man, glaube ich, nicht besonders viel wahr. Ein Hinweis nur noch, hier an zweiter Stelle steht Goldman Sachs. Das ist wieder so ein Beispiel, dass die Banken bei allen diesen neuartigen Typen
immer auch ihre Finger im Spiel haben. Das heißt, Banken setzen dann, um auch in diesen Märkten mitzuhalten, oft dieselben Formen auf, die zugleich von unabhängigen, ich sag mal, Betreibern auch entwickelt werden. Und diese Verknüpfung dann, also der normalen Bank mit diesen neuartigen Formen, kann dann auch zu Problemen führen, weil dann natürlich die Bank in verschiedenen Rollen auftritt, was, glaube ich, gegenüber Kunden oder auch für die Marktstruktur nicht immer nur von Vorteil ist. Die zweite Gruppe, vielleicht mit die medienträchtigste auch, Hedgefonds. Hedgefonds zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem frei investieren können. Das heißt also, sie können eigentlich in alles investieren mit extrem hohem Risiko, sind in der Regel auch nur für Großanleger überhaupt zugänglich, also Großanleger oder sehr vermögende Personen mit sehr hohen Eintrittsschwellen. Hedgefonds haben sich auch so ab 1990 herum oder ab 2000 dann vor allem extrem stark entwickelt und sind natürlich besonders durch einzelne Käufe so zum Inbegriff dieses modernen Finanzkapitalismus geworden, ich glaube auch zu Recht, weil sie dieses Prinzip extrem hohe Gewinne mit möglichst wenig Kapital und möglichst hoher gehebelter Rendite zu machen, dann nochmal auf die Spitze getrieben haben. Man muss allerdings sagen, dass Hedgefonds zumindest manchmal einen Vorteil haben, sie sind teilweise manchmal auch mehr, ich sag mal, Anleger, die auf eigenes, also die mit echtem Risiko immer noch wirtschaften, als zum Teil die Investmentbanken. Also in der Krise hat man auch gesehen, dass manchmal Hedgefonds gar nicht so stark gehebelt sind wie so eine Investmentbank, wo dann wirklich Anlegergeld verloren werden kann und der Druck auch zum Teil auf die Hedgefonds, ich sag mal, wirklich keine Verluste zu machen, höher ist als vielleicht bei den Investmentbanken, die ja dann auch alle öffentlich gerettet wurden. Und bei dem Hedgefonds schlägt es dann auch wirklich voll durch. Das soll jetzt nicht unbedingt alles, ich sag mal, entschuldigen, was auch Hedgefonds dann zum Teil für Probleme verursachen. Aber es ist trotzdem ein gewisses Element bei den Hedgefonds, was sie interessant macht, auch aus, ich sag mal, ökonomischer Sicht. Hedgefonds waren in der Finanzkrise eher Gewinner, sind aber immer, ich sag mal, sehr gemischt. Auch die meisten Hedgefonds, die aufgemacht werden, überleben nicht lange, also viele machen auch wieder zu. Und was wir dann auch so als Erfolge wahrnehmen oder in den Zeitungen präsentiert bekommen, sind oft dann nur so, ich sage mal, wirklich die besten Hedgefonds, die sich durchsetzen und sind aber jetzt nicht immer repräsentativ für alle Arten von Hedgefonds, die da bestehen. Hier auch ein paar Beispiele. Der wichtigste Fonds Man Group, dann Bridgewater Associates und hier auch wieder JP Morgan, also auch wieder an eine Bank angegliedert. Ein wichtiger Hedgefonds, der dann Gelder verwaltet, was zum Beispiel auch in der Finanzkrise eine Rolle gespielt hat, wo dann zwei Hedgefonds von Bear Stearns in dem Fall in die Pleite gegangen sind und die Bank mit in den Abgrund gerissen haben. Ein anderer neuer Typ sind Indexfonds. Indexfonds sind alle möglichen Arten von Fonds, die versuchen, einen Markt nur nachzubilden. Das heißt also, man versucht nur zu sagen, ich habe da eine gewisse Entwicklung an einem Markt und die versuche ich durch Kauf von zum Beispiel Aktien nachzubilden. Oder hier habe ich eine speziellere Fonds, wo ich versuche, mit Futures einen Rohstoffpreis nachzubilden. Das heißt also, ein Investor sagt, er möchte eine Rohstoffpreisentwicklung sozusagen mitbekommen, gibt es Geld dafür in diesen Fonds, den Indexfonds für Rohstoffe, und der wiederum geht mit dem Geld in der Regel an die Börse und kauft dann Futures, also Derivate, die auf Nahrungsmittelpreise wetten. Und das wiederum kann dann als Rendite hier ankommen bei dem Sparer. Diese Fonds haben sich eben extrem entwickelt, aber Indexfonds insgesamt als so ein neuer Typ von auch Finanzmarktakteur haben sich extrem stark entwickelt und vieles der Gelder ist inzwischen in diesen Fonds, die nur noch diese Nachbildung der Märkte betreiben. Bei diesen ganzen neuen Produkten und auch Akteuren wird es natürlich auch immer schwieriger, noch genau zu wissen, was überhaupt ein sinnvolles Finanzprodukt ist. Und deshalb hat sich auch ein Akteur quasi automatisch etabliert an den Finanzmärkten, der gar nicht mehr wegzudenken ist, nämlich die Ratingagenturen. Ratingagenturen bewerten im weitesten Sinne die Werthaltigkeit, also entweder die Bonität oder überhaupt, wie solide etwas ist,
anfangs von Unternehmen, also das war der Ursprung in den USA, so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann immer mehr, oder eigentlich schon im 19. Jahrhundert, Entschuldigung, und dann immer mehr auch für Staaten, die also Anleihen ausgeben. Und dann zuletzt eben für Finanzprodukte, was dann auch in der Finanzkrise eine wichtige Rolle gespielt hat, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ratingagenturen sind auch wieder verknüpft mit diesem kapitalmarktorientierten Modell, was in den USA schon sehr etabliert ist und auch schon lange sind dort, also seit den 70er Jahren, Ratings gesetzlich verpflichtend für Finanzinvestoren geworden. Das heißt also, Ratingagenturen hatten so eine Art gesetzgeberische Funktion, weil ihre Noten dann bestimmt haben, welche Anlagen die Fonds nehmen dürfen. Und dieses Prinzip wurde dann mit dem Eigenkapitalstandard Basel II auch nach Europa importiert und ist also auch seit 2007 dann auch hier in Europa Standard geworden und hat auch dazu geführt, dass die Ratingagenturen eine ganz neue Rolle hier gewonnen haben. Ratingagenturen haben viele Probleme, ich will jetzt hier nur stichpunktartig nennen. Was die Bewertung angeht, kann man sich vorstellen, dass natürlich hier es extrem schwer ist, eine gute Bewertung abzugeben. Das hat sich besonders bei Finanzprodukten dann gezeigt. Dieser Nutzungszwang ist auch ein großes Problem, hat man in der Krise gemerkt. Und es gibt auch große Interessenskonflikte bei dem, was die Agenturen machen, weil sie immer mehr auch neben der Beratung oder neben der Bewertung der Produkte auch immer mehr beraten haben, welche Produkte man machen kann. Das sind ja alles Dinge, die auch im Rahmen der Finanzkrise ziemlich bekannt geworden sind. Was ganz wichtig ist für die Struktur des modernen Finanzmarkts, ist, dass es eine extrem verschachtelte und miteinander verwobene Struktur ist. Das heißt, wir können auch keinen Akteur mehr so leicht isolieren und sagen, da sind die Banken, da sind die Fonds, da sind die Ratingagenturen, weil die Besitzverhältnisse inzwischen so aussehen, dass eigentlich alle Akteure Eigentümer anderer Akteure sind. Das heißt also, die Banken besitzen die Fonds wiederum besitzen die Banken, die Fonds besitzen die Börsen, die inzwischen Aktiengesellschaften sind. Die Fonds sind teils wieder an der Börse auch gehandelt. Die Ratingagenturen gehören letztlich großen Fonds und so weiter. Die Börsen betreiben Fonds, die Banken betreiben Fonds und so weiter. Das heißt also, wir können diese ganzen Akteure auch nicht getrennt voneinander denken und müssen immer überlegen, was das für Folgen hat, dass diese Struktur so verwoben ist, was in meinen Augen auch das Problem mit sich bringt, dass es Interessenkonflikte gibt, weil eben nicht mehr, ich sage mal, klare Interessenlagen der verschiedenen Akteure sind, sondern alle Teil dieser einen Kapitalmarktsphäre geworden sind. Parallel mit dem Hochkommen dieser neuen Akteure gab es eine extreme Beschleunigung des Handels, teilweise technisch bedingt natürlich durch Computersysteme. Ich habe jetzt hier mal für den Aktienhandel gezeigt. Hier ist es leider ein bisschen schlecht zu sehen. In den 80er Jahren kann man hier sehen, das ist der grüne Balken, dass der Aktienbestand deutlich größer war, also ungefähr das Zehnfache des Aktienhandels in diesem Jahr, 1980. Das heißt also, eine Aktie wurde in der Regel 10 Jahre gehalten. Das sieht man dann hier bei der gelben Linie und dann erst weiterverkauft. Was wir heute haben, ist, dass der Aktienbestand bei weitem der Aktienhandel den Bestand bei weitem übertrifft schon und dass also die Haltedauer sich auf ein Jahr inzwischen auch auf nur noch wenige Monate verkürzt hat. Hängt zusammen auch immer mehr mit dem neuartigen Hochfrequenzhandel, dass also Handel computerisiert stattfindet und immer mehr durch Algorithmen automatische Kaufordern gegeben werden. Das Gleiche könnte man auch für alle anderen Märkte machen. Es würde immer herauskommen, dass sie natürlich extrem kurze Haltezeiten haben. Eine andere Entwicklung bei der Marktstruktur ist die Entwicklung der außerbörslichen Derivatemärkte, meist over-the-counter genannt. Das heißt also, die Fonds und die Banken handeln immer mehr ihre Produkte nicht mehr über die Börse, sondern an der Börse vorbei in einem Art neuartigen Netz, wo sie miteinander verwoben sind. Diese Entwicklung hat sich parallel auch mit dem Aufstieg der Investmentbanken und diesen teils auch Deregulierungen der verschiedenen Rechtssysteme ergeben. Man sieht es hier, wenn man das noch fortsetzen würde, so in die 80er Jahre, wäre das also wirklich bei Null gewesen. Und dann eben der große Aufstieg, so vor allem im letzten Jahrzehnt, bis zur Finanzkrise extrem ungebrochen, extrem exponentiell, dann ein bisschen abgebremst, aber weiterhin auf, ich sag mal,
weiterhin auf einer positiven Entwicklung und wird also auch weiterhin die Finanzmärkte dominieren. Wenn man den Bestand anschaut, also das sind jetzt die Werte, die durch die Derivate abgesichert sind, also die Basiswerte, dann kann man sehen, dass die inzwischen bei 600 Billionen US-Dollar stehen. Und wenn man das vergleicht mit den überhaupt existierenden globalen Vermögen, ist es also inzwischen ungefähr das 2- bis 3-fache des globalen Vermögens. Das heißt also, das gesamte Vermögen ist mehrfach durch irgendwelche Derivate auch abgesichert, was natürlich die große Frage aufwirft, ob dieser Riesenüberbau an Derivaten überhaupt noch ökonomisch funktional sein kann, was immer mehr Leute mit der Frage Nein beantworten. Der große Block, das sehen wir jetzt auch hier, sind Zinsderivate, was die Werte angeht. Und Zinsderivate sind ein Produkt, was ich jetzt mal kurz erklären möchte, um auch diese moderne Finanzwelt, also die modernen Derivate verständlich zu machen. Weil ich hatte ja eingangs gesagt, dass Derivate auch eher dazu da sind, sich gegen schwankende Preise abzusichern, also wenn der Währungskurs schwankt. Bei Zinsderivaten ist es aber oft so, und das gilt dann auch für andere Derivate, dass man sich gar nicht gegen schwankende Preise absichern will, sondern dass man sich eigentlich einen schwankenden Preis sichern will. Das heißt also, ich habe zum Beispiel hier als Kommune oder als Sparkasse einen Kredit mit der Kommune, mit einem festen Zins. Und jetzt sagt die Kommune, ich möchte aber nochmal meine Zinsstruktur verbessern, die ich da habe. Also lasse ich mir von der Deutschen Bank ein Derivat andrehen, zum Beispiel einen Interest Rate Ladder Swap oder irgendwie so etwas Ähnliches, der es dann ermöglicht, einen variablen Zins zu bekommen, der im günstigsten Fall besser ist als dieser langweilige fixe 3% Zins. Das heißt also, dieses Derivat, dieser Swap, verspricht dann der Kommune, oder es könnte auch ein Pensionsfonds sein oder irgendwas anderes, dass sie diesen Zins bekommt. Und hier spielt eine ganz zentrale Rolle natürlich ein Zins, nämlich der LIBOR-Zins, der auch seit einem Jahr sehr prominent geworden ist. Der Leitzins, der wichtigste Leitzins aus dem Interbankenmarkt, die London Interbank Offered Rate. Und dieser Swap hat dann zum Beispiel gesichert, dass eben die Kommune immer diesen LIBOR-Zins ausbezahlt bekommt aus dem Swap heraus. Wie wir jetzt wissen, wurde dieser LIBOR natürlich massiv manipuliert. Und das zeigt auch, was natürlich ein großes Problem ist, dieser Jagd immer mehr der ganzen Akteure nach dem absoluten Superzins hier, dem LIBOR, weil sich dann plötzlich natürlich herausstellt, dass da nicht nur die normalen Risiken drin sind, ob das überhaupt mit den Gebühren und mit der ganzen Struktur dieses Derivats ein Gewinngeschäft ist für die Kommune, sondern dass man sich hier natürlich in Abhängigkeit begeben hat von diesen Banken, die dann offensichtlich den LIBOR, nach allem, was wir bisher wissen, so manipuliert haben, dass sie bei diesen Geschäften eben weniger zahlen auf Basis der ganzen Swaps und da eben die Kommune letztlich prellen um diese ganzen Versprechungen, die sie gemacht haben. Und insofern ist hier die Jagd auch dieser ganz konservativen Finanzakteure, also von Kommunen, nach einem immer höheren Rendite dann verbunden mit einer Abhängigkeit von den modernen Finanzmärkten, die zumindest jetzt natürlich als problematisch erkannt wurde. Also die Kommunen hatten ja einige Prozesse auch, einige haben auch gewonnen gegen die Deutsche Bank, auch einige Unternehmen, die aber lange Zeit völlig unhinterfragt war. Neben den bisher dargestellten Instrumenten oder ich sag mal so ein bisschen als Überthema, gibt es das sogenannte Schattenbanksystem, das alle möglichen Arten von Geschäften erfasst, die eigentlich kreditähnlichen Charakter haben, aber nicht von Banken gemacht werden. Also da haben wir die Repo-Geschäfte, die waren schon mal bei den Banken kurz erwähnt. Dann haben wir Verbriefungen, also die Wertpapiere, wo man irgendeine Art von Anlage handelbar macht oder die Verleihung von Aktien, damit Leute damit dann spekulieren können. Und diese Arten von Geschäften werden eben von immer mehr neuen Akteuren gemacht, die nicht reguliert sind wie Banken, aber zugleich ökonomisch dieselbe Funktion erfüllen.
Dieses Schattenfinanzsystem ist in der Definition ziemlich, ich sag mal, schwammig. Es gibt da verschiedenste Definitionen. Eine der gängigsten, also auch die, die ich jetzt hier genannt habe, stammt von dem Financial Stability Board. Das ist die Beratungseinrichtung der G20-Finanzminister, die denen quasi die Vorlagen macht für deren Entscheidungen. Und das Board hat dann geschätzt, dass auf Basis ungefähr dieser Definition momentan ein Schattenfinanzsystem von 60 Billionen US-Dollar immer noch besteht. Und wenn man das dann vergleicht mit 10 Jahren vorher, ist das also auch eine immer noch der großen Wachstumsmärkte und ist also der Bereich, wo auch gerade die größte, also mit die größte Debatte noch ist, ob man da viel stärker regulieren muss, damit nicht da vielleicht die neue Finanzkrise entsteht. Was da rauskommt, ist aber momentan noch unklar. Jetzt will ich hier nochmal, um sozusagen diesen Teil zu den Mikroakteuren nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das noch einmal eben doch mit dem Ausflug zur Finanzkrise darstellen. Ich will jetzt da nicht zu viel sagen, weil das ja nochmal auch eine eigene Vorlesung ist und mich nur auf ein paar Elemente beschränken, um zu zeigen, wie eben die modernen Finanzprodukte zusammengenommen diese Krise hervorgebracht haben. Wir haben zum einen in der ersten Ebene hier die US-Häuser, Hypothekenkredite, die in sich natürlich schon mal, ich sage mal, ein Problem darstellen, weil dort schon mal Regeln sind, also auch Finanzmarktregeln ja letztlich, die nicht vernünftig waren, wo man also viel zu leicht riskante Kredite aufnehmen kann, mit viel zu wenig Sicherheiten, mit viel zu wenig auch zum Beispiel Haftung für das, was man da an Risiken aufnimmt. Auf jeden Fall wurden diese an sich schon schlechten Papiere, die an sich auch ein Problem sind, dann mit Hilfe eben der neuen Finanzmarktmöglichkeiten, also der Verbriefung von solchen Forderungen, die da eben da sind aus den Hypothekenkrediten, verbrieft in neuartige Wertpapiere, die alle möglichen Namen haben. Ich habe jetzt mal nur die zwei am häufigsten verwendeten hier aufgelistet, also Mortgage-Backed Securities oder Collateralized Debt Obligations. Es gibt aber auch da viele andere Namen noch für ähnliche Papiere. Diese Konstrukte waren also dann gebündelt, lagen ganz oft bei irgendeiner Art Zweckgesellschaft, also einem Art Sondervermögen, in einer Steueroase, in einem Schattenfinanzplatz und wurden dann dort weiter vertrieben. Und was dann hier passiert ist, hängt dann wieder stark mit den Ratingagenturen zusammen. Nämlich man konnte eben mit Hilfe dieser modernen Finanzalchemie sagen, wir können aus diesem eigentlich schlechten Haufen an Hypothekenforderungen plötzlich mit Hilfe eben der modernen Risikoformeln, mit Hilfe der modernen Gestaltungsmöglichkeiten es schaffen, dass plötzlich ein großer Teil dieser eigentlich schlechten Papiere gute Papiere sind. Nämlich indem man gesagt hat, wenn hier was Schlechtes und ausfällt, dann schaffen wir eine Tranche, also einen Teil, der erstmal die Verluste trägt. Und wenn der ausfällt, jetzt nochmal einen zweiten Teil, der auch nochmal irgendwie die Verluste trägt. Und erst, wenn dann wirklich diese zwei völlig ausgefallen sind, dann wird diese eigentlich dritte Tranche herangezogen zum Ausgleich der Verluste. Und mit dieser Begründung wurde dann gesagt, deswegen ist die eigentlich so gut wie irgendeine Anleihe von einem Großunternehmen oder eben eine sichere Staatsanleihe. In Ratingsprache eben AAA. So, und dieser Teil war dann in der Regel aber nicht jetzt irgendwie nur vielleicht 10%, was man vielleicht noch hätte machen können, sondern es waren dann vielleicht 80-90% dieses eigentlichen zugrunde liegenden Geschäfts, waren dann plötzlich Bestnote. Und das wiederum wurde dann verkauft in dieser Variante an ganz viele Investoren. Eine Gruppe, die dann eine wichtige Rolle spielt, sind die Stupid Germans, so wurde dann oft gesagt von diesen auch Bankern, also Landesbanken, IKB und ähnliche, und aber auch Privatbanken, die dann gesagt haben, wir kaufen diese sicheren Papiere. Und haben sich also nicht angeschaut, was da eigentlich am Anfang steht. Und dieses Versäumnis, dass man gar nicht mehr darauf schaut, was da eigentlich zugrunde liegt, das hängt natürlich ganz eng zusammen mit dieser modernen Finanzwelt und ihren Problemen. Dazu kam dann aber auch noch etwas, nämlich dass man aus diesen Forderungen
also die jetzt hier eigentlich noch relativ real waren, dann nochmal völlig losgelöste Papiere neu geschaffen, also synthetische Papiere, die dann nur noch selber irgendwelche Derivate waren und die dann auch wiederum irgendwelche Zahlungsströme versprochen haben, letztlich basierend auf irgendwelchen Hypotheken, aber nicht mehr eigentlich direkte Finanzströme zugrunde liegen hatten. Und diese Art neuartige Papiere hat dann das Spiel nochmal weiter vorangetrieben, am Ende auch wieder bei den Stupid Germans und am Ende ist alles zusammengekracht, das kennen wir. Also das ist hier ganz kurz die sogar makroökonomische Folge dieser ganzen mikroökonomischen Problemlagen. Und jetzt möchte ich noch auf, abschließend auf einen Teil kommen, nämlich nochmal genauer anzuschauen, wie sich mikroökonomisch eigentlich Finanzmärkte verhalten. Ich möchte damit einleiten mit einem Zitat von John Maynard Keynes. Das lautet, Zitat, Spekulanten mögen so lange keinen Schaden anrichten, wie sie Blasen auf dem steten Strom des Geschäftslebens gleichen, aber die Angelegenheit wird ernst, wenn das Geschäftsleben sich zur Blase auf einem Strudel der Spekulation entwickelt. Zitat Ende. Und genau in der Situation befinden wir uns sicherlich jetzt historisch wieder, dass also der spekulative Teil der Wirtschaft eine Dimension erreicht hat, dass er den Rest der Wirtschaft immer stärker beeinflusst und eben auch mit in die Krise ziehen kann. Und was dahinter steckt, hinter dieser Blasentheorie von Keynes, hängt in meinen Augen sehr stark zusammen mit der Frage, wie überhaupt Finanzmärkte funktionieren. Es ist ja so, dass wir bei einem typischen Markt immer erstmal sagen würden, dass er so funktioniert, dass zum Beispiel, wenn der Preis eines Gutes steigt, die Leute eher geneigt sind, das Produkt nicht zu kaufen. Das heißt also, der Preis bringt Angebot und Nachfrage zum Ausgleich und sorgt dafür, dass eben bei hoher Nachfrage der Preis so steigt, dass dann auch die Nachfrage zurückgeht. Jetzt haben wir es aber in den Finanzmärkten ja immer so, dass ich dieses Gut nur kaufe, weil ich überhaupt eine Wertsteigerung haben will. Das heißt also, wenn eine Wertsteigerung stattfindet, bin ich eher angereizt, das Gut noch zu kaufen, als dass ich abgeschreckt wäre. Und das wiederum bedeutet, dass der eigentliche, ich sag mal, Preisbildungsmechanismus, also Angebot und Nachfrage, bei Finanzmärkten überhaupt nicht funktioniert, sondern eher ins genaue Gegenteil sich verkehrt. Weil eben ein steigender Preis eher noch Leute dazu führen kann, dieses Gut zu kaufen und also die Nachfrage erhöht wird. Das hat dann teilweise so Folgen wie, dass die Herdeneffekte entstehen, das hat zur Folge, dass es diese Blaseneffekte gibt, eben auch Krisen. Was hängt aber alles in meinen Augen letztlich daran, dass der Anreiz eben kein üblicher Marktanreiz ist, der dahinter steckt. Das heißt also, man könnte auch sagen, Finanzmärkte sind eben keine guten Märkte im klassischen Sinne. Und dieses Prinzip wird auf die Spitze getrieben dann dadurch, dass wir immer mehr computergestützten Handel haben oder genannten Hochfrequenzhandel auch, der das dann in extrem schneller Weise auch sozusagen zur Geltung bringt, diesen Herdentrieb. Um das nochmal grafisch zu zeigen, das sind eigentlich so, ich sag mal, die zwei Theorien auch, die es über Finanzmärkte momentan gibt und wo auch viele auch aktuelle wissenschaftliche Studien sich, glaube ich, daran abarbeiten, an zwei konkurrierenden Hypothesen über Preisbildung und überhaupt über Finanzmärkte. Da hätten wir also diese blaue Linie, der theoretische fundamentale Wert, den eigentlich ein Finanzprodukt oder eine Finanzanlage haben sollte. Und die sogenannte Effizienzmarkthypothese würde dann immer sagen, dass es also zu einer sehr effizienten Preisanpassung kommt, also des Marktpreises an die Fundamentaldaten, die im Idealfall praktisch genau einhergeht mit den Fundamentaldaten, aber zumindest sich nicht langfristig davon entkoppeln kann. Und dann gibt es eben die zweite These, für die es verschiedene Namen gibt, Bullen-Bären-Hypothese oder alles Mögliche. Und die würde sagen, nein, die Preisanpassung ist eben ständig dysfunktional, in dem Sinne, dass die Anpassung viel zu lange dauert, also zu spät anfängt und dann eben ständig völlig überschießt und weit über diese eigentlichen Fundamentalwerte hinausgeht. Und um das jetzt nochmal abschließend an zwei Beispielen zu zeigen, das eine stammt aus dem Buch von Stefan Schulmeister, das ist einer der
Forscher, die am meisten zu dieser Fragestellung auch geforscht haben, also Preisbildung in Finanzmärkten, der ist an der Uni Wien. Und der hat zum Beispiel jetzt als eine Anwendungsmöglichkeit für diese Theorie der eher überschießenden Preise sich Währungsmärkte angeschaut und hat dann hier gesagt, wir können hier sehen, dass diese rote Linie die eigentliche Fundamentalwert wäre. Eben in dem Fall für die Währung US-Dollar gegenüber dem Euro. Man kann ja bei Währungen versuchen, mit Hilfe von sogenannter Kaufkraftparität zu ermitteln, was die Währungen wirklich wert sind. Das bekannteste Beispiel ist der Big Mac-Index. Man schaut also, was ist ein Big Mac wert in einem Staat und kann dann genau vergleichen, was gerade die echte Kaufkraft eben dieses Euro oder Dollar ist, um einen Big Mac zu kaufen. Also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber da gibt es ja noch anspruchsvollere Methoden. Und hier, das wäre also die rote Linie Kaufkraftparität. Und demgegenüber haben wir dann die schwarze Linie, also die echten Wechselkurse, und die sind dann hier in dem Fall doch immer ziemlich weit entkoppelt von dieser eigentlichen Kaufkraftparität, was man als sozusagen zumindest Indiz werten kann, dass hier die Preise eigentlich sich nicht besonders effizient anpassen, sondern immer über- und unterschießen, über längere Zeiträume auch. Und ganz zum Schluss noch ein zweites Beispiel, wie diese Probleme der überschießenden Preise und auch der Blasenbildung sich äußern können, nämlich Rohstoffmärkte. Ich hatte ja vorhin diese Indexfonds auch genannt für Rohstoffe, also wie Anleger es schaffen können, in Rohstoffderivate zu investieren. Und hier sehen wir in diesen bunten Balken, wie viel Geld dann geströmt ist in diese Finanzprodukte und wie sich das hier über die letzten 10 Jahre ungefähr entwickelt hat. Und da kann man also sehen, das war hier fast noch bei Null vor gut 10 Jahren und ist dann also hochgeschossen, so bis Mitte 2008, ist dann runtergegangen und dann wieder auf neue Rekordwerte hochgegangen. Und wir haben eben parallel auch erlebt, dass sich Preise an den Rohstoffmärkten in einer zumindest über die letzten Jahrzehnte neuartigen Volatilität entwickelt haben. Das wäre jetzt hier die schwarze Linie. Und es gibt eine sehr große Debatte, wie weit jetzt das hier miteinander zusammenhängt, also die Finanzanlagen in Rohstoffe und die Rohstoffpreise. Die kann ich jetzt hier nur ganz kurz andeuten. Ich bin der Meinung, dass ein Teil dieser Preisentwicklung schon auch auf diese Finanzspekulation zurückgeht, auch wenn es dafür andere eben fundamentale Gründe gegeben hat. Aber es ist doch ein Fall, wo man zumindest mit guten Gründen sagen kann, es dürften diese extremen Preisausschläge hier auch im letzten Jahr dann doch zusammenhängen damit, dass Finanzmärkte immer stärker auch die Rohstoffmärkte dominieren. Und insofern ist das ein besonders krasses Beispiel, wo sich dann Finanzmärkte auch negativ auswirken können. Ich habe hier oben ein Bild aus Haiti von 2008. Das waren Aufstände, die hier von UN-Blauhelmsoldaten dann bekämpft werden mussten, von Leuten, die also Hunger hatten und an Nahrungsmittel ran wollten. Und das ist also dann wirklich ein Problem, was nicht mehr ein Finanzmarktproblem ist, sondern wenn dann die Preise mit auch diese Blasenbildung haben, dann kann das für viele dann Hunger oder auch den Tod bedeuten. Und insofern wäre hier die Konsequenz daraus, natürlich einzugreifen. Da könnte man jetzt also hier an dem Punkt auch starten, was wären Reformdebatten. Da das aber auch nochmal ein eigener Vortrag ist, habe ich hier dazu jetzt eigentlich überhaupt nichts und möchte an dem Punkt mit meinem Vortrag schließen. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Wir möchten es jetzt offiziell beenden. Wenn es noch Fragen gibt, dann vielleicht einfach hier runterkommen. Ganz wichtig, nächste Woche ist die Ringvorlesung am Dienstag. Gleichen Hörsaal, gleiche Uhrzeit. Vielen Dank.